Lieber Anton, jetzt kommt der seltene Moment, wo du mal nichts zu sagen hast. Stell dich bitte mal auf den Klotz da drauf. So. Du hast ja einen Schnaps da, du kannst ja noch nicht verdorsten. Ja, wie das so ist bei so Festen 70, 75, 80. Hat er zu mir auch gesagt. 80, wenn man so. Glauben wir ihm auch. Der Urmaterie wieder nähert. Da muss man ja mal immer was so erzählen aus der Vergangenheit, Gegenwart und vor allem auch aus der Zukunft. So, ich habe mir mal ein paar Sachen so aufgeschrieben, weil das soll ja nicht so lange dauern. Es kommen ein paar Anekdötchen. Weiter, brauchst du noch mehr Schnaps oder geht das auch ihr so? Ihr könnt mal zuhören, ne? Das geht, ne? Dann sind wir nämlich ganz schnell fertig. Mhm. So, also, 1946 wurde der Anton geboren. Das munkelt man. Kannst du auch wie Anton mal einen Moment Ruhe einhalten? Anton kann im Moment Ruhe einhalten. Du, wie Anton. So, also 1946 wurde Anton geboren. Was war das für ein Jahr? Das war, ich habe in Wikipedia nachgeschlagen, das war das Jahr nach dem ersten Jahr nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, Schaffung einer Nachkriegsordnung für die Welt durch die Siegerkoalition der vier Alliierten, Vereinte Nationen, Sicherheitsrat, das waren so die Begriffe, die 1946 beherrschten. Mich selber erinnert eine besondere Sache an 1946, als du gerade geboren wurdest. Meine Mutter, meine Mutter zeigte mir erstmalig eine Toilettenrolle, die es gerade nach dem Zweiten Weltkrieg wieder gab, und erklärte mir Folgendes: zwei Blätter nehmen, dreimal abwischen, dreimal falten und dann wegwerfen. Also nicht mehr den Stürmer benutzen, sondern den Müll halten. So, also, das war 1946 aus meiner Erinnerung. So, jetzt gehen wir ein Stückchen voran. 1977, 78, 79, der Hans hat gerade mein Gedächtnis wieder aufgefrischt. Wo ist der Hans? Ja. Der hat gerade mein Gedächtnis wieder aufgefrischt. Ich meinte, wir hätten uns 1977 schon bei dem ersten Survival-Training, was ich gegeben habe. Aber Hans meinte, wir 78, 79 gewesen. Ist auch egal. Aber er hatte so eine Militärjacke an. Und die war so groß, die Militärjacke. Da habe ich gedacht, das ist ein Ex-General, der hat so eine Brust. Das kam mir dann aber auch so ein bisschen komisch vor. Da habe ich jemanden beauftragt, mal aufzupassen, was der denn hier alles unter der Jacke hatte. Wie viele Flachmänner, wie viele Schokoladenriegel und so weiter. Und dann kam ich letztendlich, wurde dieser Spion, hat mir dann erzählt, ja, der hatte was darunter, aber ich konnte es nicht genau identifizieren. Aber eins wusste ich ganz genau, der hatte jede Menge Blätter darunter. Das waren nämlich die, die er zur Isolation nachts beim Schlafen gebrauchen wollte. So, das war also meine ersten Eindrücke von Antonellas. Da ist auch ein Schlafsack. Ja. So, dann der Anton war also des Öfteren meinen Kursen und uns verband, also eine schöne Survival-Freundschaft, wie bis heute übrigens. Und dann hatte ich einen anderen Mann, Volker Lapp, als ersten Survival-Trainer von mir eingesetzt. Und der wollte immer mehr und immer mehr und immer mehr Geld haben. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, also jetzt höre ich auf, weil ich mache die ganze Arbeit und habe auch das Know-how dazu. Und dann sind Anton und Hans eingesprungen
und haben das Survival Training dann geleitet und das haben sie, glaube ich, mehrere Male gemacht, soweit ich mich daran erinnern kann. Und das war auch ganz schön alles. Allerdings habe ich mich dann irgendwann mal zurückgezogen, weil ich musste ja, hatte ja so einen Laden für Reise- und Expeditionsausrüstung. Und dann hörte ich von dem ganz später, dass er also seinen militärischen Drill, der er eben gelernt hatte, und auch bei sich selber anwandte und die Forderungen, die an sich selbst stellen, die auch an die Teilnehmer, dass er das auch an die Teilnehmer so, diese harten Bedingungen stellte. Ihr Luschen. Und ob die, und ich habe von diesen Teilnehmern nie mehr was gehört. Ob die heute noch im Wald sind, weiß ich nicht. So, das war also die nächste Erinnerung an den Anton. So, und wenn man so an den Anton heute denkt, oder die ganzen Jahre so denkt, wo denkt man dran? An zwei Stichworte. Das eine ist Messer und das andere ist Wildschwein. Ja? So, ja, also mit den Messern, ich hätte das Polizei gesagt. Da versteht er ja ziemlich viel und er bringt mir ja auch eine ganze Menge dabei, aber ich weiß auch zufälligerweise ein bisschen darüber. Aber im Unterschied zu ihm, weil beschäftige ich mich ja auch mit Survival und ich beschäftige mich auch damit, wie man ohne Messer auskommt und wie man kein Messer. Nein, ich weiß kein nicht. Du bist, hast jetzt ausnahmsweise mal Pause, nur zuhören. So, ganz schwer für dich, Anton, ich weiß. Also, jedenfalls weiß ich das auch und da wollte ich gerne ein Beispiel erzählen. Als wir 1981 eine Motorradpanne in der sudanesischen Wüste hatten, da haben uns dann Araber aufgegabelt. Und da saßen die ganzen Araber rundherum im Arabersitz, eine Schüssel in der Mitte mit Reis und Fleisch, nicht im Fleisch drin. Und da brauchte man kein Messer und kein Löffel, da haben wir alle so gegessen, mit der Hand. Und das Fleisch war so gekocht, dass man kein Messer brauchte, das ist nämlich durch Kochen einfach vom Knochen runtergefallen. So, das war also die Zeit ohne Messer. Man braucht also nicht deine Messer alle zu kaufen, Anton. Das wollte ich dir dann nur mal so sagen. Ja, zum Thema Wildschwein fällt mir eigentlich nichts ein, außer dem Vorschlag von Rüdiger Nehberg in einem seiner Bücher, man sollte sich mit einem... Etwas Ruhe auf der rechten Seite, bitte. Man sollte sich mit einem Holzspeer mit im Feuer gehärteter Spitze auf einen Baum setzen, wo die Wildschweine immer laufen, wenn sie zum Wasser gehen. Und wenn die da drunter laufen, dann sollte man sich mit dem ganzen Körpergewicht und dem Speer möglichst nackt durchfallen lassen, weil die Haut ja von dem Wildschwein so dick ist und sonst kommt man da nicht durch. Rasierzeug nicht vergessen. Ich wollte den Anton fragen, ausnahmsweise darfst du mal antworten. Das hast du bestimmt auch gelesen, ob du das mal gemacht hast. Ich mach's besser. Bitte? Ich mach's besser. Das dachte ich. Das geht gar nicht dazu sehr gut. Das erzählst du uns dann nachher. So, jetzt kommen wir schon der. Da sind wir schon in der Ruhe da hinten auf den billigen Plätzen. Jetzt geht es dem Ende schon bald zu. Also. So Ende. Was schenkt man? Jetzt kommen wir zu den Geschenken, Anton. Ich habe ja beim Eingang gesagt, dass ich die Geschenke alle nicht tragen konnte. Und deswegen bin ich erstmal so reingekommen. Mal sehen, was einem hier geboten wird. Aber ist alles gut. Vielen Dank. Also was schenkt man denn einem legendären Militär- und Survival-Menschen? Denn sein Grundgedanke ist ja, mit nichts auskommen zu können. Und noch etwas macht die schwierig. Immer wenn ich Anton begeistert von etwas Neuem erzählt habe, dann hat er mir immer gesagt, das weiß ich schon alles. Deswegen ist es ja schwierig, ihm Geschenke zu schenken, wo er mir nicht schon sagt, das kenne ich ja schon alles. Also, deswegen hole ich jetzt was aus dieser Tasche. In Kanada erzählte mir ein Ranger, ich habe da mal eine 500 Kilometer Kanutour gemacht, ein Ranger da in der Wildnis, der in einer Holzcabin weit weg, so 90 Kilometer vom nächsten Arzt war, was er denn so als Medizin nehmen würde. Whisky. Hat er gesagt, ja, jeden Morgen nehme ich mir ein Pintchen
von Whisky hier. So ist es denn hier. Ja, ein Pinchen von dem. Das ist erstmal alles hier ausgraben. So. Nur ein kleines Pinchen, Anton. Also das ist der kleine. So. Und weißt du, was da drin ist? Nee. Eine Knoblauchzehe. Sehr gut. Ne? Das ist sehr gesund und ich will ja sorgen, dass du noch 5 bis 20 Jahre bis 100 vielleicht, so mehr noch nicht, durchstehst. Du musst also jeden, musst es einen Monat ziehen lassen und dann jeden Morgen so ein Pinchen trinken. Das ist die Medizin. Das höre ich mit Begeisterung. Ja. Blutdruck senken und fördern. Klar. Das ist also das erste Geschenk für deine Zukunft. Merci, Bernd. So, mach die Hände frei, weil du musst die alle halten, die Geschenke. So, ich gebe weiter. Ja. Wir sind sehr gespannt, was da noch kommt. Ja, klar. So. Wir sind ja eingeladen worden zum Wildschweineessen. Ich bin eigentlich nur deswegen gekommen, aber naja, sonst auch. Aber Wildschweine schwimmen ja nicht im Knoblauch. Schnaps. Anton, deswegen habe ich dir eine Eifelforelle mitgebracht. Und da du ja ein gesunder Schnellesser bist. Läuft die schon. Das ist die, wenn du morgens getrunken hast, morgens zu früh, ist das eine echte Eifelforelle. Ja, die sollst du dann, die soll in den Knoblauchschnaps schwimmen. Schmeckt die? Ja, sonst hätte ich sie dir wohl nicht mitgebracht. Das war eine komische Frage, ne? Hans, so. Ja. Du weißt noch, Omineka River? Ja. So. Und da du ja einen bekannten... Da habt ihr die... Hör zu. Da du ja einen bekannten... Da du ja bekanntlich ein Vielesser bist... Ohne Plastik, Vater. Und ein Vielesser bist und... Da gefroren. Da bist du doch ein Spezialist im Sushi. Vor zwei Stunden. Ja, ja. Wirklich. So, im Forellenhof in Eifel habe ich die geholt. So, und da du ja gerne ein Vielesser bist und manchmal auch nicht nur rohes Fleisch essen sollst, sondern etwas, was sich auch 3 Wochen hält, habe ich dir hier noch eine mitgebracht. Die habe ich dann schon geräuchert. I see, danke. Eine geräucherte. Wunderbar. Kannst du auch gleich essen. So. Langsam. Immer mit Respekt. Das ist das letzte Mal. Das ist die Klasse. Bleib davon. So, jetzt geht's weiter hier. Hier kurz noch zuhören. Also, bekanntlicherweise gibt es Wildschweinesser und es gibt aber auch Brotesser. Und da du ja nicht jeden Tag frisches Brot backen kannst, weil du so, ja, Bernhard, das ist doch langweilig, habe ich dir ein, weil du ja hier in Raren in der Nähe von der Brot, habe ich dir ein Raubritterbrot mitgebracht. Oh, wo kommt das her? Was ist das denn hier? Das ist ja super, ey. Das ist ja klasse, Bernhard. Ja, ja. Damit die Jacke dick wird. Ja, ne? Okay. Bitte nicht hier. Danke, Bernhard. Da mein Brot, ja. Moment, festhalten. Nicht abnehmen, der muss das halten. Ah, das geht doch gar nicht alles. Doch. Also, da mein Brot, ja. Hol das Brot wieder her. Brot, ist das gut? Und dann, ja, ja. Ist das letzte Abend? Ja, Mann. Jetzt bitte auf einem Bein. Das Brot, ja. Das Brot, ja. Man kann ja Brot auch in verschiedenen Formen genießen. Und man sollte das aber immer ein bisschen versüßen. Ja. Und ich glaube nicht, dass du in Indonesien da warst, wo die Urvölker noch den Honig wild aus den Bäumen rausholen. Nee. Nee, aber ich habe da hier dafür ein Glas Honig mitgebracht. Danke, siehst du, dafür würde ich den ganzen Baum abhacken. So, also, damit ist das. Und da du ja hier so schön wohnst, habe ich dir noch etwas mitgebracht. Nein, nicht abnehmen, mach den Honig da oben was. Ein Esser für den Messer. Ja. Ach ja.
Alles Plastik. Ja, wir kommen gleich drauf. Wir kommen gleich drauf. Hält die ganze Show auf. Und da du, wie gesagt, das ja auch ein bisschen schön haben solltest, habe ich dir auch noch ein Ausnahmsweise, wie wir finden, ein Honigtöpfchen. Ein Honigtöpfchen mitgebracht. Wunderschön. Ja, das ist so. Und dann, da du ja auch hoffentlich empfänglich bist für gute Vorschläge für die Zukunft, richtig, habe ich dann eine Bitte, wenn ich dann noch nicht zur Urmaterie, ich bin schon etwas älter als der junge Mann, wenn ich dann noch nicht zur Urmaterie zurückgekehrt sein sollte in 5 bis 10 Jahren und noch wieder eingeladen werde, dann würde ich gerne das so sehen, dass du den Fortschritt machst, den ich schon gemacht habe, bei dem Motorradtreffen, was ich mache. Da kommen 250 Leute, da muss jeder sein Geschirr mitbringen, weil Plastikgeschirr ist out, okay. Wegen Umweltschutz. Also sag den Leuten, die sollen ihr eigenes Geschirr mitbringen oder mit den Händen essen. Ja, ja. Das war's. Vielen Dank. Danke dir. Merci dafür. Merci dafür. Du hast ja auch eine Mütze auf, aber keiner hat mal richtig geguckt. Mach mal hier oben drauf. Da stehen nämlich auch Überlebenstraining drauf. Wir beiden haben schon mal ein Überlebenstraining überstanden. Und wollen noch viele andere überstehen. Ja. Macht es gut! Hey. Yeah. Danke, Bernd. Vielen Dank. Komm, Vater, sieh zu. Okay.